Puppechen, willkommen zurück zu. Warum sage ich jedes Mal Far Cry 5? Ihr wisst doch, was wir spielen. Zu den Bekloppten. Und wir machen jetzt Herc, einer meiner Lieblingscharakter. You a registered voter? Nah, don't matter. I need help of a different sort. Let's get to the point. You see that steaming pile of disappointment over there praying? That's my loin for Purdue. Dumber than a coal bucket. He takes after his mama. Stupid sumbitch went and lost my campaign truck, Nancy. So named after the greatest first lady to ever serve this fine country, of course. If them Obama-loving libtards find out I can't look after my own property, I can kiss this Senate run goodbye. Now, seeing as you're on my land, and I didn't kill you, even though it's well within my rights as a red-blooded American gun owner, I say you owe me. Help numbnuts get my truck back, so I can start focusing on my campaign. Ich bin nur am Looten. Junior! Someone's here to help you. Try not to fuck it up. Mal, wir müssen jetzt. Bittet ihr zum Affenkönig, ne? Ja. Hey man, I'm sorry. I don't want to go on assuming nobody's gender or nothing. I mean, I don't mean no disrespect. I just call all my homies, dude or bro or man, you know, regardless of vagitalia or penilessness. Penislisten. Was ist mit dir? Man, have we met before? Dang, man, my prayers have been answered. I got a direct line to that sweet little monkey god whose heart hangs in heaven. Alles klar, ich geh weg. Das ist doch mir ein bisschen zu gay. Was? Ja. Der da. Alter, Herc ist der geilste Charakter im Far Cry-Universum. Nee. In Primal fand ich lustig, wie er runterspringt und sich das Bein bricht. Wo er denkt, er kann fliegen. So dumm. So schnell, er hat genickt. Nee, der bricht sich das Bein. Du musst den ja retten. Geil, ich kann gar nicht mitfahren. Wie das aussieht. Das war jetzt gerade echt perfekt. Aua, 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 aua. Das ist nicht witzig, beeil dich doch mal, okay? Alter! Das ist ja doof. Oh, ich hab Pippi die Augen direkt in die Augen geschossen, Alter. Was ist denn jetzt, ey? Warum sind wir hier? Ich setz mich ins Auto, ey. Oh nein, geht nicht. Oh mein Gott. Das ist so dumm. Oh mein Gott. Wieso sind wir in die Luft gejagt worden? Ich hab keine Ahnung, ich bin aus dem Dach raus, aufs Dach drauf geklatscht. Okay, wir sollten nicht auf den schießen, wenn der Vater in der Nähe ist. Alter, ey. Oh mein Gott, ey. Das ist wieder so lustig. Das sah bestimmt lustig aus, wie ich dir in die Fresse geschossen hab. Ja, so. Das sieht generell geil aus mit so einem T-Rex-Kopf. Ich muss das rausschneiden. Oh fuck. I'll be honest with you, it all started when I tried to join them. I mean it just seemed like a good idea. I mean they had all these guns, food, fine ass females, and I mean those were three things I mean it seemed like one big party over there. So I says, hey Migos, where do I sign up? Then they start listing off all their dang rules, man. No fornicating. Keep it away, aber nicht so schwer, das sag ich dir. Sowas von. No thank you. Oh, ey. Ich glaub, Schweißausbruch vom Lachen.
Und ich saß einfach nur friedlich im Auto, ey, und hab nichts gemacht. Und werde in die Luft gejagt, ey, weißt du? Step 2, trade for someone else to solve my problem. Done. Step 3 is... Shit. Shit, I forget the rest, but... They'll come to me as soon as we go. Also, wie fährt der denn? Also ich dachte gerade, der fährt echt über den Hang, der Idiot. Bei dem. Der ist so zugedröhnt, der Junge. Junge, wo hast du fahren gelernt? In der Baumschule oder was? Ja, das ist dein Geist, dein Lieblingscharakter. Ja, eben. Dementsprechend kann er auch halt fahren. Junge, was machst du da? Fahren. Ich glaube, der ist irgendwie kaputt. Der fährt bei mir nie so. Aha. Der kennt aber ruhig mal zart zulegen. Das Dumme ist, der hat einen Raketenwerfer, ne? Ja. This is the place. Alter. Wirklich? Geh vom Auto weg. Oh, danke. Oh, der hat einen Bazooka. Gott, ey. Ah, jetzt. Ich will auch wieder eine Bazooka. Blut in Frieden. What the heck? Was zur Hölle? What the fuck? Alter, dieses Spiel. Aua. Was war das denn jetzt? Ey. Jetzt ist gut. Oh, Entschuldigung, Herr. Okay, man, now it's time for step 4. Truck's actually all the way down yonder. Probably more Peggy's waiting for us too. It's all about the zipline, man. We gonna zipline in there, sneak up on zipline, voll die krassen Ninjas. Ja, dann los, Junge. Yes. Voll die Ninjas, du hast eine Bazooka, Junge. Wie willst du da einen auf Ninja machen? Der ist voll gegen den Baum geknallt, der Idiot. Ja, dein Lieblingscharakter. Ja, weil er genauso doof ist wie wir. Huch! Wer ist tot? Hör dir mal zu, hör mal zu. Oh Mann, du musst ihm mal zuhören. Wenn der jetzt noch mal stirbt, gell? Oh, fuck. Egal. Ich hab wegen dem Arsch voll den Seifer verfehlt. Hä, wo bist denn du? Hier unten. Was machst du da? Ich hab doch gesagt, ich hab wegen dem Arsch ein Seil verfehlt und bin runtergeflogen. Ey! Oh, mighty monkey king, who's art in heaven? Alter! Es ist so geil, dem in die Fresse zu schießen. Ah! Wie der immer stirbt dabei, ey. So theatralisch, so filmreif. Yeah, his parents went around so much, so I basically raised him, man. It's kind of like my son in a way.
Hallo! Lass dir doch mal zu Ende reden. Geht denn jetzt, ach, ja. Toll. Ja, jetzt geht jetzt ab. Jetzt hast du es wütend gemacht. Ah, bei mir? Was zur Hölle? Hallo! Hä? Was zur Hölle? Der ist durch mich durchgegangen. Kann ich jetzt mit dir reden? Dude, you should hang out with my little cousin Sharky while you're in town. You met him yet, man? He is fucking good people. Yeah, his parents weren't around so much, so I basically raised him, man. It's kind of like my son in a way. I did a kick-ass job too, man. He rocks it hard. Real into shooting guns, explosions, and slamming beers, and clams. Oh, man, second coolest dude in Hope County, probably. You'd like him. Können wir jetzt los, danke. That was nuts. Ach, du hast dir ein Bein gebrochen beim Springen. Ja, du kannst mir mal am Arsch lecken. Nee, danke. Der in der Hose, da läuft, ey. Oh mein Gott. Dude, you should hang out with my little cousin Sharky while you're in town. Schon wieder. You met him yet, man? He is fucking good people. Yeah, his parents weren't around so much, so I basically raised him, man. Kind of like my son in a way. I did a kick-ass job too, man. He rocks it hard. Real into shooting guns, explosions, and slamming beers, and clams. Oh man, second coolest dude in Hope County, probably. You'd like him. You've been through worse, crazy Herc. You got this. Fucked up, man. Oh man, we got trouble. Reach into that there cooler. See if we have any cans of whoop ass left. Can't pass me a beer at this. Voll der Alki, ey. Man, these guys will not fuck off. Was haben wir gerade überfahren? Nix. Glaube ich. Weiß es nicht. Alter, wie fährt der Mann? Monkey King. Warum stellen die eigentlich überall Bliss-Container auf? Die wollen gerne auf dem Trip sein. Ich hab nur in die Luft geschossen. Du hast Skills, Junge. Der ist so dumm. Aber guck dein mal, Lieblingscharakter, ne? Ja. Überleg mal, wenn du so eine Karre hast für einen Wahlkampf, ne? Wenn du so eine Karre für einen Wahlkampf hast, ne? Mit einem Maschinengewehr. Alter, da kannst du nur gewählt werden. Aha. Der fährt ohne dich weiter. Geil. Hä, ohne mich? Du meinst, der fährt ja ohne den weiter? Ja. Ich saß doch noch drin. Well, Deputy,
Dann halt du Persona und weiter. This whole Senate run is too much for me to handle on my own. I'm in need of a campaign manager, and you're just the kind of go-getter I need to get my ass in office. First task I got is to take Junior with you wherever you go, so I don't have to hear him praying to that goddamn Monkey King no more. Second task is, let me think on it a bit. I'll get back to you. So. Wow, waren das Feuerpfeile? Anscheinend. Lass mich aus dem Fenster! So, was hast du noch für uns? It's my new campaign manager. Got a new job for you. Do you know what gerrymandering is? Of course you don't. You're a regular man. Ich bin voll besoffen, ey. Ich hab grad Schnaps gesoffen. Stuff involving redrawn voting districts. Blah, blah, blah. So läuft's auch rum. The election's coming up, and them eggheads tell me I'm fucked in the polls because those goddamn Peggies ain't gonna be voting for me. Say what you will about lunatic cult movements, but the bottom line is, they vote. Now, the eggheads say the only chance I got at winning would be to go back in time and gerrymander them district lines so the Peggies ain't counted. And that got me to thinking I could just as easily win if them Peggies just didn't show up to vote. Now, I'm not telling you how to go about such a thing, wink, wink, but a permanent solution to my temporary problem would work best. If you catch my meaning, obviously I'm not saying to murder anyone. Oh ja, ich bin jetzt voll auf Drogen. It's still technically illegal, right? But if there were less Peggies around because they somehow tripped and fell on several dozens of bullets, it would probably help my chances. The district in question is up at the crossroads by the Grill Street Diner. You can take my idiot son with you. Alter, muss man Oregano zu dir nehmen. Hab ich auch schon hinterm Schnaps. Bleib lieber beim Schnaps. I don't even think he'd get jail time on account of him being a little touched. Well, what you waiting for? Get moving. Voll stoned, Alter. Ich ja. Ich auch. Ja, ich sag mal, ja, nach der Schnellreise nicht statt. Also die Mission noch, und dann ist die Folge auch schon vorbei. Wir sind ja schon fast an 20 Minuten, aber die machen wir trotzdem noch. Alles klar. Und dann sehen wir uns erst nächste Woche wieder. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen, wenn ich im Urlaub bin, ob wir dann für die Woche aussetzen wollen oder ob wir dann für die Woche trotzdem noch aufnehmen wollen. Das heißt, wir müssten dann nächste Woche schon 10 Folgen aufnehmen. Können wir ruhig machen. Können wir ruhig machen. Den Samstag. Wer schießt hier auf mich? Was mache ich denn hier? Oh.
Wieso ist denn hier alles jetzt in die Luft geflogen? Falsch, ne? Was hast du wieder angestellt? Oh, Ping. Ping, Path, Puff. Ja. Und dann fragst du noch so blöd. Canadians! Hast du was gegen Kanada? Oh nein, keine Munition mehr! Nimm doch die Waffe! Michi regelt! Alter, meine Waffe, der wollte die Waffe nicht auswählen. Ja. Make Montana great again, genau. Guck mal, wir werden gleich wieder eingefangen. Stimmt, das haut doch nicht hin. Wir werden ja erst eingefangen, wenn die Punkte immer voll sind, ne? Eigentlich schon. Das Spiel ist für den Arsch, Alter. So kaputt. Ja. Aber da steht ja noch nicht, dass wir gejagt werden, also von daher. Ja, ne, wir wurden ja schon zweimal gejagt. Ja. Geh da nicht hin! Ich hab da in den Arbeitsraum, in den Fahrerraum, hab ich eine Granate geworfen. Ja, ich hab's mitgekriegt. Ich hab das Ticken gehört. Wollen wir noch ein Prepper-Versteck machen, ja, ne? Können wir. Mission hier war ja relativ schnell vorbei. Eben. Holy crap! Oh nein! Wir werden wieder eingefangen. Oder wenn wir jetzt eingefangen? Nee, ne? Gut, nee. Dann können wir noch ein Prepper-Versteck machen. Hä? Ist das Auto gedespawnt hier? Das ist wahrscheinlich jetzt da oben am Stehen. Wer braucht denn da Hilfe? Keine Ahnung, auch keine Zeit dafür. Tot. Hilfe ist tot. Todelig. Perfekt eingeparkt, ey. Das müssen wir erstmal einer nachmachen. Finde den Bunker. Ah. Ich hab den Bunker. Wir brauchen aber einen Schlüssel. Den hast du natürlich nicht gesucht, ne? Nee, weil es jetzt erst da steht.
Ach, man weiß schon vorher, dass man einen Schlüssel braucht. Wenn da steht, finde den Bunker und danach sollst du erst den Schlüssel holen. Warte mal, was? Hier gibt's ein sammelbares Comic. Ach, da. War der nicht hier oben? Hä? Wie kommt man da noch mal hin? Warte mal, wo bist du denn? War im Haus. Ja, mit der Treppe da, ne? Ja. Warte mal. Hier. Hoppala. Aber wie komme ich hier jetzt runter? Weil die Tür nicht aufgeht hier. Muss aus dem Fenster raus und dann in das andere Eis. Aus dem Badezimmerfenster, ne? Ja. Ja, wo ist denn der Schlüssel? Da fliegt schon wieder alles in die Luft. Der Typ, hier ist er doch. Hä? Hier ist der Schlüssel doch. Wo? Der lag da vor der Leiche. Hä? Mir wurde der nicht angezeigt. Ja, wahrscheinlich ist das wieder nur Horst Only, weil ich geh doch da raus jetzt. Alter, was ist denn hier los, Mensch? Ich bin... What the? I'm down. Hä? Wo bist denn du? I'm down. Voll den Rambo machen, weißt du? Nicht kannst du. Hoi, hoi! Du stehst nicht nochmal auf, ey. Das glaubst, kannst du mir glauben. Ach, ein Arsch. Ja, dann können wir jetzt den Prepper machen. Oh, wir haben jetzt eine halbe Stunde Folge gemacht, du. Auch nicht schlimm. Ach, irgendwie spinnt das. Hier fängt das bei mir schon an rumzuspinnen. Warum sollte ich die Einzige sein, die drunter leiden muss, wa? Weil du behindert bist. Sagt der Behindertste. Ja, der Oberbehinderte sagt, weil du behindert bist. Geh mir raus, das Sonne, du Arsch. Oh. Geh mir auch das Sonne, du Arschloch, du! So, ihr Lieben, wie das Ganze weitergeht, leider erst nächste Woche. Ja, die, weißt du, das ist der ihr Problem. Was ist denn hier los hier? Hä? Wo kommt der auf einmal her? Ich hab die schon umgeboxt. Ich hab dich geboxt, nicht die. Kann ich jetzt mit dir reden? Ach. I didn't believe it at first, but then I saw it with my own eyes. Ich glaub, die hat eine Glatze. Ne, die hat ganz kurze Haare. Danke. Gut, Freunde, wie das Ganze weitergeht bei der nächsten Woche. Ja, es war wieder eine lustige Woche für uns. Was ja. Heißt eine lustige Woche? Da war einfach nur 2 Stunden aufgenommen. Zum Sau.
Bis dahin, ne? Bis nächste Woche. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.